Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, ich möchte hier Sachen ausprobieren, damit wir eine Chance haben, diesen ekelhaften Boss zu besiegen, gleich zu besiegen vor allem. Ich hoffe, es gelingt mir. Die Chancen sind 50-50. So. Auf jeden Fall, erste Bemerkungen. Der Bogen macht mehr Damage. Auf alle Fälle. Das ist schön. Ich hoffe, dass er uns auch beim Bossfight helfen wird. Weil das wäre echt schon schön, den Kerl umzuhauen. Das wäre mir wirklich lieb. Hui. Nein. So ist gut. Jawohl. So ist fein. Schön einsammeln. So ist es dann. Nichts ist unten was gewesen. Nein. Hoppala. Ich steck schon wieder fest. Halt. Ja. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hoppala, ausweichen. Zack, zack. Schön ausweichen. Wow. Diese Viecher, ne? Wow. Die nerven halt. Muss man halt wirklich sagen. Du nervst am allermeisten. Na geht ja. Boah. Alter Sock. So. Die Truhe aufmachen. So, 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 so. Passt. Nächster Raum. Geht's hinunter? Nein. Dann schauen wir uns hier drüben um. So, so, so. Jawohl, das klappt schon mal. Wow. Jawohl, das hat super hingehauen. Der mehr Damage zahlt sich wirklich aus. Das kann man lassen. Das ist eine super Erkenntnis. Wow. So, nächste weg mit dem Dreck. So, ist gut. Und du bist auch weg. Passt. Puh. Gibt's da was Besonderes? Ja. Ein Buch schon wieder. Sollen wir es riskieren gleich? Ja, können wir riskieren. Er kommt nicht mehr. Er hat keinen Bock auf uns. Gut. Passt. Schön. Dann gehen wir weiter. Ja, das läuft sehr gut. So, 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 so. Passt. Hervorragend. Und weiter geht's. Passt. Der ist auch erledigt. Auch erledigt. Geht ja gar nicht so schlecht. Zerstört Flucheffekt. Angrenzende Richtung. Schau mal, was wir hier drinnen haben. Nichts zum Stacken. Was bist du? Zerstört den Flucheffekt. Da können wir jetzt ein bisschen stacken. Ein weiterer Flucheffekt wird zerstört. Ein Rohr. Gegenstand geht kaputt, das wird eh nichts. Den tun wir gleich entsorgen. So. Genauso wie wir das hier entsorgen werden. Und auch das hier. So. Und das nehmen wir schön brav mit. Fein.
der da oben ist natürlich wieder ein... Oh, warte. Ist das da was Besonderes? Na, oder? Das da. Na. Natürlich nicht. So, dann nichts lieber. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach komm, schon wieder ein Bug. Hä? Okay. Es will, glaube ich, nicht geschafft werden. Ich habe keine Ahnung, was hier immer los ist. Es ist jetzt wieder eine Prüfung gewesen. Ich habe keine Ahnung. Weg. Mann, ich kann mal schon wieder von vorne beginnen. Okay. Das Ganze ist schon sehr mühselig jetzt mittlerweile. Das muss ich jetzt schon mal zugeben. Ich glaube, wenn ich so weitermache, wird das nichts mehr. Das ist echt übel. Das ist richtig übel mittlerweile. Na gut. Ja. Ich weiß jetzt gerade nichts mehr drauf zu sagen. Machen wir halt die Hardcore-Technik, ne? Rennen wir jetzt mal alle nötigen Räume durch. Wenn's Portal da ist, gehen wir durch. Wir sammeln jetzt nur mehr das Nötigste. Dass wir halt wieder vor dem Bossraum stehen und gut ist. Das kann ja nicht wahr sein, sowas. Das ist ja lächerlich. Geh jetzt hin, Herrschaftszeiten. So. Alter Schwede. Das ist jetzt echt schon immer wahr. Scheiße, das Spiel schon selber voll angepisst, weil wir nichts weiterkommen. Und denkt sich, na, weißt du, okay, jetzt brauchst du ja nicht mehr bemühen. Jetzt ist auch schon wurscht. Genau so. Alter! Weil du jetzt auftaucht bist, habe ich jetzt die Beute versäumt. Arschkreibel, dreckiger. So. Ich hab's gesagt. So. Also, zweite Ebene. So. Einmal die Wheelie-Technik, einmal Scheitelziehen anständig. So. Und jetzt ein Vögelchen. Da ist er. Tschüss, du Greibel. Das mitnehmen. So, das haben wir hier. Zerstört Brücke den Gegenstand in dieser Richtung? Nein. Fragezeichen. So, gleich auflösen. Was haben wir da Feines? Sehr schön. Passt. Und weiter geht's. Was zum Heilen? Ja, schön und gut. Weiter geht's. So. Immer fest drauf. So. Autsch. So, jetzt ist er hin. Passt. Hier war eine Sackgasse. Das war falsch. Na, Blödsinn. Drum geht's noch weiter. Ich hab's zu spät gesehen. Jawohl, wir haben jetzt Glück sogar ein bisschen. Wir können schon in die dritte Ebene spazieren. Passt, sehr gut. Ein bisschen an Loot haben wir auch, das ist super. Auf zur dritten Ebene. Vom Bossraum, wie gesagt, bohrt man uns zurück in die Stadt. Und dann hoffen wir nochmal das Beste. Jo. Oh Gott. Werd hin. Ja, natürlich, die Tür ist
versäumt, ist eh klar. Du bist schuld. Ich glaube, ich habe echt schon einen Bossraum entdeckt. Na, spät. Das hat jetzt auch. Das hat jetzt so ausgeschaut. Hoppala. Das war eine optische Täuschung. Ein, ha? Boah. So. Zerstört den Flucheffekt. Angezeigte Richtung. Können wir theoretisch hier probieren. Können wir hier schon mal stacken. Hier, was haben wir da? Wird kaputt, ne? So. Dann würde ich sagen, den nehmen wir natürlich mit. Die zwei, die gehen wir gleich zum Abschuss frei. So. Passt. So, und weiter. Ah, da ist nichts, okay. Hier weiter. Toll, hier ist auch nichts. Das ist aber keine feine Sache. Aua, aua, aua. So. Das, da gehen wir weg. Das war schon mal der absolut falsche Weg. So, dann haben wir geschafft. Auch gleich erledigt. Passt. Sehr gut. Okay, die dreht, diese komischen Seildinger würde ich schon gerne mitnehmen. Was habe ich jetzt eingesammelt? Blöder Staub. Ah, na, jetzt gehen wir Staub. Für mich schaut es aus wie ein Haufen Staub. So. Ich weiß, es ist keiner, aber für mich schaut es aus. So, dann gehen wir weiter. Verreck. Passt. Ah, den machen wir auch platt. Sehr gut. Boah, ey. Boah. Wir müssen sofort weg. Ich muss schon mal einen Trank opfern. Arbeit. Was haltet denn Arbeit aus? So, der ist auch erledigt. Gott. So, hier hat das den Platz. Gut. Leg sie weg. So, hier rüber. Dann hier hoch. So, dann hier rüber. Einmal heilen, das ist super. So. Was? Wow. Das war wieder zu spät. Passt. So, der nächste Raum. Lustigerweise noch ausgegangen. Was haben wir hier drinnen für Schätze? Flucheffekt zerstören. Da würde ich fast das mit dem lieber tauschen. Und schauen, was wir hier Schönes haben. Wieder so ein Löteisen. Oh je, ich glaube, ich muss gleich niesen. Tatsächlich. Ah, so. Ich würde sagen, das hauen wir gleich weg. Was soll's. So wie das hier ebenfalls. Weg damit. Das Klumpert hauen wir auch weg. So.
mit Gott. So. Boah. Baller, 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 baller. Super. War hier was Besonderes? Na, okay, passt. Dann können wir hier auch wieder weg. Das war wieder ein Geschoss in den Ofen. Gratuliere. Einmal heilen. Ach. Sehr fein. Und weiter geht's. Oh, ich bin ein Trottel. Ich habe den Pfeil jetzt zu spät gesehen. Ha. So, was möchten wir? Ich werde wieder verrecken. Das heißt, ich nehme jetzt mit, was uns am wertvollsten erscheinen tut. Ich glaube so. Das ist viel wert. Das ist auch viel wert. Ja. Da ich jetzt eh wieder abnippeln werde. Was sollen wir machen? Das ist jetzt echt schon wieder. Aber es schaut ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da. Wow, ein bisschen heilen. Wow, wow. Okay, das war dumm. Wow. Wow, 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 wow. Sofort gehen wir Vollgas draufhauen. Alter. Wow, wow, wow. 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 Alter, alter, alter. Wow. Ich glaube, das war der letzte. Scheiße. Immer wieder nicht gebacken, glaube ich. Ach, wer denn dich hin? Passt. Au, 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 au. Au, au, au. Oh Gott, der ist wütend. So wütend. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinziele. Oder was ich treffe. Ob ich auch was treffe. Es leckt's auch noch. Ganz fies. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow! Alter, okay, das ist hingegangen. Was kaputt geworden? Okay. Das ist nur mehr der Kopf, glaube ich, ne? Okay, das wird mega knapp. Oh Gott.
Die haben mich besiegt. Oh. Oh. Schön. Oh. Alter. Es war wieder schön. Oh. Super. Ah, nice. Haben wir geschafft. So, das bedeutet, wir müssen jetzt da... Ich trinke jetzt mal was. Bevor ich hier in irgendeine Lava stürze und mich dabei schwer verletze und dabei draufgehe. Wir müssen Sachen wegschmeißen. Und ich denke mal, ich schmeiße solche Sachen wie das hier weg und das hier. Und das ist ja auch Crap. Und den werden wir auch entsorgen. Ganzen einzelnen Sachen, würde ich mal sagen, weg damit. Haben wir eh genug von dem Klumpert. Halt, das nicht, das. So. Okay, das konnten wir jetzt problemlos. Oh, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir den schaffen. Hui! Gut gemacht, Leute. Wir waren super. Wüstengeschichte 1. Die hatten wir schon, auch die Zweier. Nö, oder? Die Einser hatten wir schon, die Zweier noch nicht. Die drei Schwestern am Himmel wachen über uns. Unsere Tage sind lang und hart, aber die Schwestern sind so gütig zu uns. Die dritte Geschichte hatten wir auch noch nicht. Ihre grenzenlose Hitze hat uns gelehrt, die Flammen zu bändigen. Sie nährt unsere Maschinen und die ewige Lava, die unsere Städte schützt. Starker Levitationskern. Großer Kern, der für gewöhnlich an großen Metallstücken befestigt ist, die über diamagnetischem Sand, so, diamagnetisch, jawohl, im Wüstendungeon schweben. Ninja-Notiz, Naya-Notiz, genau. Wenn der Terror das Land heimsucht, wird unser Wächter Naya auftauchen. Geboren aus Stein, Lava und den drei Sonnen, wird er uns retten. Sehr gut. Hatten wir das schon? Das hatten wir alle schon, ne? Passt. Mitnehmen, mitnehmen. Mit, mit. Mit, mit. Mit und mit. Super. Ah. Boah, nix wie raus hier. Und? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Unverhofft kommt oft, aber wir haben es geschafft. Tatsächlich, ich hätte es nicht zu hoffen gewagt. So, und der vierte Schlüssel. Der dritte Schlüssel, so muss ich sagen. Der vierte Dungeon ist offen und der vierte Schlüssel ist... dritte Schlüssel ist drin, Alter. So. Ich habe die Stimme vergessen, wie ich sie gemacht habe. Ein weiterer Weg, der besiegt. Ein weiteres Schloss im fünften Tor geöffnet. Ja, ja. Du nimmst einfach keine Vernunft an. Nein, nein. Was, wenn du das nächste Mal nicht zurückkommst? Ich werde allen sagen, dass ich dich gewarnt habe. Aber ich glaube kaum, dass du auf mich hören wirst. Genau. Du solltest das, was du hast, etwas mehr zu schätzen wissen lernen. Ja, ja. Dein großartiger Laden schmeißt sich schließlich nicht von allein. Dem Brett. Am Brett ist übrigens eine neue Erweiterung ausgeschrieben. Wenn du den Laden vergrößerst, kannst du einen Assistenten einstellen. Den haben wir ja schon, den zweiten. Außerdem wurde der Töchtern schon jetzt von der Stadt geöffnet. Ich würde dich ja davor warnen. Ja, und abraten auch. Aber du hörst so nicht auf mich, alten Zausel. Oh. Also, ich gehe dann. Dieser alte Mann hat heute genug genörgelt. Ja. So schaut's aus. Da-da-da-da. Und offen ist es. Mal machen. Puh, nicht schlecht, Herr Specht. Wir bringen mal unsere Schätze in unser trautes Heim. Wobei, warte mal kurz. Wir können uns aber schon diese Erweiterung leisten, oder? Begrüße Shop. Ja, das geht. Ja, ich bitte darum. Ausbauen, freilich, her damit. Du
Duck, 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 duck. Ja, super. La, 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 la. Und das war die letzte Lohnerweiterung, ihr Freili. Du hast dir ein ganz schönes Imperium aufgebaut. Und ich bin auch reich. Oh. Hä? Wow. Das schaut echt cool aus, jetzt der Laden. So viele Plätze. Bist du Moped? Aha, das hat sich hierhin verschoben. Das werden wir dann aber schnell ändern tun. So, wir können Sachen hinstellen. Und zwar, spendable Kunden. Jeder Besucher legt ein großzügiges Trinkgeld bei. Nehmen wir das mal. Dann geht hier. Nein. Ich dachte, hier geht vielleicht was. Das wäre schön gewesen. Mal schauen, wie viel wir überhaupt aufstellen dürfen von dem Zeug. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher. Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Verzögert den Liefertermin von Shop-Anfragen um einen Tag. Ui, das wäre auch nicht schlecht. Erhöht die maximale Kapazität der Besucher. Das auf jeden Fall. Und hier geht noch eines oder was. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Jeder Besucher legt ein Trinkgeld bei. Schlange. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, ne? Bam, 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 bam. Hier geht nichts mehr. Nee, sonst darf man da nichts mehr platzieren. Hier, okay. Ich dachte schon, dass man hier noch mehr von diesen Dingern aufstellen könnte, aber darf man scheinbar nicht. Na gut, dann müssen wir uns hier um die Ecken kümmern. Jeder Besucher legt eine großzügige Zahlung bei, verlängert die Öffnungszeiten im Laden. Ja, das wäre super. Mehr Trinkgeld. Ja, das ist auch super. Verlängert die Öffnungszeiten. Großzügiges Trinkgeld. Viertel weniger Diebe. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Längere Öffnungszeiten, das sind glaube ich echt nicht schlecht. Warte, dann muss ich da nochmal überdenken. Jeder Besucher zahlt mehr Trinkgeld, das ist gut. Entschuldigung, da musste ich wieder husten. Mehr Trinkgeld. Na, ich glaube, das kann man schon so lassen, oder? Aber das mit der Geschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Aber Anzahl der Besucher ist halt auch wichtig. Trinkgeld. Wahrscheinlichkeit auf Diebe, Geschwindigkeit. Na, ich glaube, das passt schon so. Glaube ich. Dann würde ich sagen, das hier und das hier. Preis 15.000, war das angenehm? Ich glaube. Ich möchte aber da auch probieren, auf 17.000 zu erhöhen. Ebenso hier. Ich würde sagen, machen wir da 18.000. Hier herüben würde ich sagen 20.000. Nein, hoppala, 20.000. Und das hier würde ich auch sagen
20.000, ich habe keine Ahnung. Die Bücher würde ich gern wieder zurücknehmen. Da würde ich hier am Eingang... Ah, das wird schwierig mit dem Dieb, ne? Hui! Das habe ich noch gar nicht bedacht. Das wird schwierig mit dem Dieb. Also 16.600 meinte ich. Ich werde es mal mit 2.000 bringen. Ich habe keine Ahnung mehr. Das hier würde ich sagen. Und auch das hier. 6.000. Jo. Und hier nochmal 17. Dann müssen wir hier... Ui, wir haben eine neue Kiste. Zwei neue Kisten. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist ja mega. Halt. Das wollte ich so nicht. Das ist ja super. Ich glaube wirklich zwei neue, ne? Super. Tränke könnten wir auch brauen. Und ein Part könnten wir auch beenden. Puh. Das ist viel Arbeit jetzt mittlerweile. So. Ich gehe jetzt da. Wie werden es den Part beenden? Ich werde noch schnell Tränke machen. Unseren Laden auffüllen und dann wieder mal Handel treiben, würde ich sagen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!